Und ja, gut, ich werde es rausfinden, auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall draußen immer noch einen Block mit Holz, der nicht sehr gut aussah. Da muss ich Erde reinmachen, damit das dann auch passt. Gut. Dann haben wir das schon mal. Ich glaube, das war ja davor der Eingang. Und dann geht's. Naja, da gibt es schon hier ein paar Probleme. Hier dann rein. Ich werde Fenster einbauen müssen. Und dann muss ich mal gucken, in welche Richtung ich meine Zäune mache. Und ich brauche auf jeden Fall Erde. Wo auch immer die ist. Erde. Ach da. Gut. Hier können die ja kaum was essen. Deswegen werde ich hier auch nochmal alles mit Erde rauslegen. Nur auslegen, genau. Und ich mache mal wieder Tag, weil ich sehe ja nicht wieder. Ist das schön, dass ich immer umschalten kann. Ich hoffe, die Tiere trinken mir nicht, wenn ich hier dann den kleinen See hier lasse. Gut. Dann werde ich das erstmal so ein bisschen ebnen. Vielleicht mache ich das Ding ja auch zu und mache eben nur so ein kleines Wasserloch, so ein künstliches Wasserloch. Dahin, das weiß ich jetzt auch noch nicht. So, das andere wird ja automatisch wieder grün. So, dann mache ich hier noch schnell. Oh, hier mache ich mal lieber dicht, weil hier ist wieder zum Graben und dem lasse ich aber. Also ich mache mal ab hier. Gut, dann mache ich das mal nach meinem alten klassischen Bauart hier einmal radikal. Schlag und dann geht das auch schon. Weil sonst komme ich ja nicht aus dem Knick. Weil ich möchte auch nämlich gleich die Zäune setzen und das Loch muss ich ja auch dicht machen. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass wir Schafe haben. Den Brunnen mache ich hier dicht. So. Das geht doch hier. Ja, du blöde Kuh, wenn du mir im Wege stehst, kann es sein, dass ich dich auch mit meinem Erdblock treffe. So. Das, was du sonst in der Schnauze hast, hast du diesmal im Hintern. Gut, dann machen wir mal. Das Ding mache ich dicht hier.
So. Gut, okay. Dann habe ich das ja gleich geschafft hier. Ich weiß nicht, wo ich die Wasserstelle brauche, deswegen mache ich die gleich komplett dicht. Sonst muss ich die ja nachher dicht machen, eventuell, wenn die Tiere drunter sind und ich den Zaun gesetzt habe. Und ich muss erstmal gleich die Fenster raussuchen, damit ich erstmal zumindest das Grundgerüst vom Haus fertig bekomme, damit ich so eine Art Basis habe erstmal. So. Dann haben wir das schon mal. Das Wichtigste ist erstmal gesetzt. Das hier. Dann wollen wir doch mal die nach den Fenstern schauen. Aber erstmal muss hier einiges rein. Das kann jetzt erstmal rein. Das kann auch erstmal rein. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Erdblock und das brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Glas. Was? Oh, die Feuerwehr wieder. Weißes, farbiges Glas. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich weiß ja nicht, ob auch dieses hellgraues Glas, farbiges, ja. Kann man da auch durchschauen. Ich nehme es einfach mal rein. Oder hier ist ein altes Bauernhofglas. Ich probiere es mal. Cool. Ich gehe mal von außen ran. Mach erstmal wieder Tag hier. Das hat ja was an sich. Gut, dann brauche ich auf jeden Fall eine Tür. Tür. Was gibt es alles für Türen? Papierwand. Da ist nur Holztür. Ich nehme die Tür aus dem ganz einfachen Grund. Werdet ihr gleich sehen. Ich kann die ja gleich wieder abreißen, wenn es mir nicht gefällt. Wenn ich die jetzt hier reinsetze und nehme das hier, dann kann ich quasi die Tür zu den Fenstern gleich haben hier. Und ja, dann ist das schon mal ganz gut hier. Dann kommen hier auch noch diese Fenster rein. Hier auch. Eigentlich könnte ich hier schön großräumig das machen. Weil die Decke ist ja schon hoch diesmal. Die ist ja nicht so flach, wie ich sonst immer gemacht habe. Ja, hier vielleicht. Einmal hier und hier. Hier muss diesmal kein Fenster ran, weil oder doch? Na, ich mach doch. Können überall Fenster jetzt hier ran gemacht werden. Dann hat man das auf jeden Fall schon mal so. Hier kommt eine schöne kann man denn dafür nehmen?
Grundstein vielleicht. Warum auch immer. Also ich hau jetzt Grundstein auf die Tür hier. So. Wie sieht das jetzt von außen aus? So, die sieht aus wie... Ja, die Tür kann ich später noch verändern. Aber wir haben erstmal die erste Etage fertig. Das ist schon mal ganz gut. Ich mache hier oben Glowstone. Und den Diamanten werde ich dann unten nachschieben. Also so eine Art Doppeldecke. Weil dann spare ich mir die ganzen Fackeln. So. Gut. Dann haben wir alles. Dann passt das schon mal. Oben drauf kommt natürlich der Diamantblock und dann brauche ich von oben, brauche ich keine Laternen großartig machen im Haus, weil dann die ganze Decke ausgeleuchtet ist. Gut, ich muss natürlich einen doppelten Boden setzen, aber egal. Okay, und jetzt kommt der Diamantboden dran.